bei den deutschen Lottogesellschaften. Die machen jährlich mehr als 100 Menschen zu Millionären. Doch ihre Devise lautet, wer das ist, das geht keinen was an. Glücksbote Stefan Seeger von Lotto Hamburg erklärt, warum sein Unternehmen so großen Wert auf Diskretion legt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, denn wir wissen eben tatsächlich, wenn eben diese Gewinne in die Presse kommen, irgendwo rauskommen, dann kann alles Mögliche passieren, was man dann vielleicht gar nicht mehr will. Die Bittsteller, die Neider, die dann da eben kommen, das möchten wir definitiv verhindern. Und deshalb gehen wir ganz, ganz diskret mit den Daten unserer Gewinner um. Doch für Focus TV macht die Lottogesellschaft eine seltene Ausnahme. Unser Proband schlüpft in die Rolle eines Millionengewinners. So erfahren wir genau, was abläuft, wenn man gewonnen hat. Los geht's. Ich glaube, ich habe im Lotto gewonnen. Oh, super. Das hört sich gut an. Oh, mal proben, gucken, was uns das System sagt. Bin gespannt. Ja, da ist tatsächlich ein bisschen mehr drauf. Das ist so viel, dass ich das hier schon nicht mehr anzeigen kann. Da würde ich mal zu meinem... Ich habe auch gesehen, sechs richtige. Alle Achtung, dann gucken wir mal. Das schaue ich mir dann gleich an. Mögen Sie als erstes einmal Ihren Namen einfach hier auf das freie Feld einmal schreiben. Mhm. Dann würde ich die Quittung mitnehmen und das kurz noch mal prüfen. Stefan Seeger arbeitet schon seit über 6 Jahren als sogenannter Glücksberater bei Lotto Hamburg. In dieser Zeit hat er 13 Menschen einen Millionengewinn verkünden dürfen und dabei eine Menge kurioser und extremer Erfahrungen gemacht. Sehr, sehr spannend sind dann auch immer die Fälle, wo Gewinner und Gewinnerinnen kommen, die überhaupt keine Ahnung haben. Also wir hatten vor gar nicht so langer Zeit ein Pärchen hier, die aus dem Urlaub kamen, hatten im Urlaub gespielt, kamen hier, wussten nur mehr als 1.000 Euro. Dann habe ich ihnen gesagt, ja, sind aber fast 14 Millionen Euro. Und die Reaktion war natürlich ganz besonders. Also das schwankte dann zwischen alles entglitt aus dem Gesicht, völliges Verstummen und ein bisschen hysterischen Gekichers, sag ich mal, hatten wir dann da. Die Chance, dass man 6 Richtige plus eine richtige Superzahl ankreuzt, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Wer das allerdings schafft, dem winken Gewinne von mehr als 30 Millionen Euro. Ja, Bella. Herzlichen Glückwunsch. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden als 2.500 Euro. Wie viel ist es denn? Ich würde sagen, das besprechen wir mal in unserem Hochgewinnerraum. Hört sich spannend an. Ja. Der Hochgewinnerraum. Ab einem Gewinn von 2.000 Euro darf man hier Platz nehmen. Ja, Bella, Mensch. Das hat geklappt, würde ich sagen. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Ja, also, ich schaue hier mal auf meinen Ausdruck, 5.748.416,27 Euro, wenn ich das ganz genau sagen darf. Sie veräppeln mich jetzt nicht. Nein, auf keinen Fall. Ja, tolle Geschichte. Herzlichen Glückwunsch, sag ich da. Boah, ja, und was bleibt mir da nach Steuer, oder? Wie? Ja, da kann ich Ihnen natürlich erstmal als erstes schon mal gleich eine wunderbare Nachricht geben. Also das Finanzamt brauchen Sie da gar nicht zu bedenken. Gewinne sind nach deutschem Recht steuerfrei. Völlig steuerfrei. Völlig steuerfrei. Da bleibt Ihnen alles, die gesamte Summe. Mein erster Tipp wäre wirklich auch erstmal ein bisschen Ruhe. Merkt ihr jetzt, das ist einfach eine ganz, ganz neue Situation. Ja, völlig durch den Wind. Genau, das glaube ich wohl. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn wir hier die hohen Gewinne vorstellen. Also ganz interessant war mal ein Pärchen mittleren Alters, die eigentlich gar nicht so erfreut wirkten und auch fast schon ein bisschen rumdrucksten. Ich mich da beim ganzen Gespräch immer fragte, was ist denn da? Und dann kam raus, ja, also sie hätten eigentlich schon ganz schlechtes Gewissen, weil sie kurz davor schon ganz unerwartet schon mal mehrere Millionen Euro geerbt bekommen hatten. Und dachten eigentlich, sie wären jetzt gar nicht mehr an der Reihe gewesen und hatten eigentlich eher das Gefühl, das ist gar nicht so optimal mit dem Gewinn. Sie wären nicht die Berechtigten. Sie haben sich dann entschlossen, das Geld in eine Stiftung zu geben und damit Gutes zu tun. Das fand ich natürlich eine tolle Geschichte. Jeder Großgewinner bekommt neben der persönlichen Beratung noch eine Broschüre überreicht. Darin stehen 7 goldene Regeln für große Lottogewinne. Die 2 wichtigsten sind Stillschweigen bewahren und bescheiden bleiben. Aber ein Porsche darf schon sein. Ja, Porsche ist ein schönes Auto. Ich würde immer gucken, ob es in Ihren sozialen Kontext passt. Ob es bisher eigentlich das, was Sie bisher sich so leisten konnten, ob da ein Porsche gut reinpasst. Also natürlich kommen auch bei solchen Anschaffungen, der kostet ja schon auch eine reichliche Stange Geld,
auch schon die Fragen und die Neider vielleicht. Also ich würde immer schauen, dass sie sich Dinge vielleicht anschaffen oder sich leisten, die so irgendwie ein bisschen im Rahmen sind, ein bisschen mehr, sodass sie erstmal mit einem Gewinn von 50, 100.000 Euro das auch ein bisschen begründen können, sag ich mal, dass es passt. Das wäre schon so eine Empfehlung, ja. Später kann man das dann bestimmt steigern und so Stück für Stück ein bisschen aufbauen. Aber am Anfang würde ich das erstmal nicht tun. Sie nehmen einem ja die ganze Freude. Ja, ich würde sagen, es ist eben immer das Thema, dass man das wirklich sich vorher bewusst wird, was passieren kann. Also, dass man einfach mit einem großen Gewinn natürlich auch einfach Veränderungen bringt, die aber positiv sind. Natürlich will ich Ihnen nicht die Freude nehmen. Natürlich ist es so, nach einer Zeit kann man sich und soll man sich auch Dinge leisten. Natürlich wird man immer noch sagen, jetzt möchte ich mir vielleicht ein Haus kaufen oder ich möchte irgendwelche größeren Dinge machen, die ja zum Teil auch gar nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen müssen. Sie können ja auch sich was für die Zukunft sichern, Altersanlage, wie auch immer. Also da gibt es viele gute Ideen, die man machen kann und das auch gut stückweise so machen kann, dass dann nicht die Bittsteller vor der Tür stehen in den Schlangen. Ja, das ist dann schon möglich. Nach ein paar Tagen wird dem Gewinner dann das große Geld aufs Konto überwiesen. Und er muss sehen, wie er damit klarkommt.